Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ja, heute möchte ich mit euch gerne über ein Thema sprechen, das ich eigentlich noch nie angesprochen habe. Und zwar geht es heute um unangenehme Situationen in der Öffentlichkeit mit Reborn-Babys oder Reborn-Toddler. Und ich spreche jetzt wirklich hier bewusst nur von unangenehme oder übergriffige Situationen. Ich möchte euch auch gerne gleich so drei Begebenheiten erzählen, die bei mir so noch immer, auch nach Jahren, im Gedächtnis geblieben sind. Tatsächlich habe ich persönlich noch nie Situationen gehabt, wo ich mich verteidigen musste, erklären musste oder ähnliches. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der jetzt sich unwohl fühlt, wenn eine fremde Person in den Kinderwagen schaut. Also das ist für mich absolut gar kein Problem. Ich möchte hier wirklich über alles andere sprechen, was darüber hinausgeht. Also für mich ist es tatsächlich schon übergriffig, das Verdeck des Kinderwagens runterzureißen, die Decke vom Baby runterzureißen oder sogar das Baby anzufassen, egal ob es nur ein Händchen ist oder ob es halt wirklich im Gesicht oder sonst wo ist. Und da mache ich tatsächlich auch absolut keine Unterschiede zwischen einem Reborn-Baby und einem echten Baby. Denn für einen Laien ist es absolut nicht erkennbar, ob in diesem Kinderwagen gerade ein Reborn-Baby liegt oder eben ein echtes Baby. Und ich lasse jetzt auch hier nicht die Aussage gelten, ja, du stehst ja in der Öffentlichkeit und man weiß ja, dass du mit Reborn-Babys unterwegs bist. Denn tatsächlich war ich auch schon mit echten Babys unterwegs. Und auch wenn ihr mich in der Stadt seht oder irgendwo anders erkennt und seht und ich habe einen Kinderwagen dabei, dann freue ich mich jedes Mal, wenn ihr mich darauf ansprecht und halt auch fragt, ob ihr mal in den Kinderwagen schauen dürft. Oder ich habe auch kein Problem damit, euch ein Reborn-Baby mal in die Arme zu geben, damit ihr einfach auch mal ein Gefühl dafür bekommt, wie so ein Reborn-Baby halt sich anfühlt. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr zu dem Thema steht, ob ihr vielleicht auch schon mal unangenehme Situationen erleben musstet. Und wie gesagt, ich habe tatsächlich auch schon einige unangenehme Situationen miterleben müssen, dürfen, können, wie man es auch immer sehen will. Aber tatsächlich sind so drei Situationen dabei, die wirklich sich so ein bisschen bei mir im Gedächtnis eingehaftet haben. Eine Situation ist tatsächlich noch gar nicht mal so lange her. Und zwar habe ich das mit meinem Luca, mit dem Reborn-Toddler, erlebt. Wir hatten Kinderbesuch und dieses Kind hat sich gewünscht, dass wir auf den Spielplatz fahren an den See mit Luca und Ellie. Und wir sind dann dort angekommen und der Spielplatz war komplett leer. Wir haben natürlich direkt alles ausgenutzt. Ungefähr 40 Minuten, 45 Minuten später kamen dann tatsächlich auch schon die ersten Eltern mit ihren Kindern auf den Spielplatz. Und die weiter weg waren, da war das kein Problem. Die haben sich auf ihre Kinder konzentriert. Aber tatsächlich war auch eine Mutter dabei, die war sehr nah bei uns. Sie hatte zwar eine Sonnenbrille an, aber man konnte halt die ganze Zeit merken, dass sie zu uns rüber geguckt hat und uns in dem Sinne auch gar nicht mehr aus den Augen gelassen hat. Also allein schon diese Blicke waren für mich schon so ein bisschen unangenehm. Es wurde dann halt auch nach und nach immer voller und je mehr die Eltern halt wirklich bei uns in der Nähe waren, desto mehr hat man halt letztendlich auch die Blicke gemerkt. Und tatsächlich hat das auch mein Kinderbesuch gemerkt, so dass von ihr dann auf einmal kam, ja, können wir nicht noch mal eine Runde um den See spazieren gehen? Und ich habe das natürlich mit Kusshand genommen, weil ich einfach in dem Moment auch bei mir dachte, wenn das jetzt nicht von dem Mädchen gekommen wäre, dann hätte ich gesagt, komm, lass uns jetzt mal ein bisschen um den See spazieren gehen oder so. Einfach um uns alle aus dieser Situation herauszunehmen, weil es wirklich nachher, ja, man merkte halt einfach, dass es immer unangenehmer wurde. Ich habe Luca dann in den Kinderwagen gesetzt, ihn auch so hingesetzt, dass er schläft. Und verdeckt komplett runter, so dass man ihn halt eben nicht mehr sehen konnte. Und dann sind wir halt nochmal eine Runde um den See spaziert, haben uns dann auch noch auf die Bank gesetzt und dann war es nachher auch wieder gut.
Und als wir wieder zurückgegangen sind zum Auto, um nach Hause zu fahren, war der Spielplatz wirklich brechend voll. Ja, das war so die erste unangenehme Situation, die ich so mit Luca tatsächlich erleben musste. Die zweite unangenehme Situation ist tatsächlich jetzt schon ein paar Jahre her und habe ich mit Milan erlebt. Milan ist ja mein größtes Baby hier. Also Milan ist ja 64 cm groß. Er ist aber ein Schlafbaby und ich hatte ihn im Maxi-Cosi gehabt auf dem Kinderwagen. Meine Mama war noch mit dabei. Wir waren beim Kaufland und meine Mama musste dringend auf Toilette, weshalb ich dann mit Milan im Kinderwagen vor der Toilette im Gang dann stehen geblieben bin und auf meine Mama gewartet habe. Ich habe dann halt von hinten gemerkt, okay, da kamen zwei ältere Damen, die haben halt niederländisch gesprochen, kamen dann an mir vorbei, stoppten auf der Höhe des Kinderwagens, gingen wieder zurück und guckten dann in den Kinderwagen rein. Wir haben ja den Maxi-Cosi Peppel. Der hat halt jetzt nicht so ein Verdeck, dass man das Verdeck komplett runterziehen kann und dass halt nichts mehr zu sehen ist. Also Milan konnte man klar und deutlich sehen. Es war an dem Tag auch noch kalt. Er hatte also noch eine Decke so drüber. Und die eine Dame kam dann immer näher. Irgendwann lag sie richtig über den Kinderwagen drüber. Also ihr müsst euch vorstellen, ich habe den Kinderwagen vor mir stehen gehabt. Hier so das, den Lenker vom Kinderwagen. Und die Dame lag so über dem Kinderwagen, dass ich Milan nicht mehr sehen konnte. Also man muss sich natürlich selber erstmal sammeln. Und ich habe mich dann so ein bisschen geräuspert, sodass sie dann gemerkt hat, okay, sie geht gerade ein bisschen zu weit. Während sie zurückging, hat sie dann die Decke weggemacht von Milan. Hat ihm am Händchen und am Gesicht angefasst. Ich habe so ein Gefühlschaos in dem Moment gehabt, das kann ich euch gar nicht beschreiben. Zwischen, hallo, Moment, was passiert hier gerade? Zu, oh nein, jetzt muss ich mich erklären. Was sage ich denn jetzt? Warum habe ich jetzt ein Reborn-Baby mit? Und was ist das jetzt? Und wie auch immer. Die Dame guckte mich dann noch an, lächelte mich an und dann gingen die beiden weiter in die Toilette. Und haben dann weiter auf Niederländisch miteinander gesprochen. Und da wir hier an der Grenze wohnen, können wir Niederländisch. Also jetzt nicht fließend, aber wir können es verstehen. Und die beiden Damen haben tatsächlich immer noch gemeint, Milan ist ein echtes Baby. So ein kleiner süßer Junge und wie friedlich er im Kinderwagen liegt und schläft und sogar, ja, sie hat ihn ja sogar angefasst und er hat gar nicht reagiert und total gelassenes Baby und so. Und ich stand dann da tatsächlich immer noch und wusste selber nicht erstmal, was für klare Gedanken ich fassen sollte, weil ich in dem Moment wirklich, ich war schon im Gedanken, mir am Zurechtlegen, was sage ich jetzt, weil ich der Meinung war, ich muss mich jetzt erklären. Gleichzeitig war aber wirklich auch dieser Punkt da, dass es alles etwas gewesen, was ich nicht wollte. Das war mir einfach zu viel. Und es war halt einfach für mich in dem Moment unglaublich unangenehm und übergriffig. Und ich habe tatsächlich auch eine Zeit gebraucht, bis ich das so ein bisschen verarbeitet habe. Meine Mama kam dann auch, dann habe ich ihr das kurz erzählt. Sie hat mich dann beruhigt und hat dann gesagt, ja komm, wir gehen jetzt erstmal zum DM, weil wir wollten eigentlich noch weiter, auch zum DM noch hin. Und erst im DM fing es dann langsam an, dass ich mich dann wieder so ein bisschen beruhigt habe. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass diese Situation bei mir tatsächlich so eine Veränderung ausgelöst hat. Wobei ich sagen muss, es macht mir trotzdem immer noch ultra viel Spaß, mit meinen Reborn-Babys rauszugehen. Und die dritte unangenehme Situation, an die ich mich tatsächlich bis heute erinnern kann, ist noch älter. 2017 waren wir da das erste Mal auf der Messe. Und für uns war das natürlich alles neu. Ich hatte damals Milan und damals noch Melina mitgehabt. Melina war ja eine Künstlerpuppe gewesen. Sie hatte noch ein Kleidchen an, eine Strumpfhose, Stiefelchen und dann ihre Winterjacke. Milan lag ja im Kinderwagen, den hatte meine Mama dann gehabt und hat Milan dann beschützt. Im Nachhinein haben ganz viele dann gesagt, meine Mama hat niemanden an Milan rangelassen. Und ich hatte halt nachher die ganze Zeit Melina auf der Arme gehabt. Und dann sind wir zu einer zweiten Halle gegangen
Und draußen war es halt eben kalt, es hat geregnet, weshalb ich Melina die Kapuze über den Kopf gezogen habe. Einfach halt auch, um die Haare zu schützen, um sie zu schützen. Und ich bin halt ein bisschen zurückgeblieben, weil Zuschauer haben mich angesprochen und dann habe ich da noch ein bisschen mit den Zuschauern gequatscht und so. Und meine Mama ist dann schon in die Halle rein, musste dann halt ein bisschen warten, weil es hat sich noch ein bisschen geknubbelt, bis man halt dann in die Halle reingehen konnte. Ich kann mich tatsächlich nur noch an diese Dame erinnern. Die stand vor mir, drehte sich um und nahm mich samt Melina und drehte mich komplett so, dass sie Melina sehen konnte. Da sie aber Melina nicht so richtig sehen konnte durch die Kapuze, hat sie die Kapuze runtergezogen. Und meinte dann auf einmal zu mir, ach, das ist ja eine Puppe. Ich dachte, das wäre ein echtes Kind. Ja, aber es sieht schon täuschend echt aus. Drehte sich um und ging dann rein. Als ich das am Abend dann meiner Mama und meiner Tante Gabi und allen erzählt habe, war es jetzt für mich so, wo ich sagte, ja, das ist jetzt nicht so schlimm gewesen. Wobei die anderen schon gesagt haben, hör mal, du weißt aber schon, dass das nicht gerade toll war und das so ein bisschen übergriffig war und so. Wo ich dann gesagt habe, ja, ach, ist ja nicht so schlimm. Aber das ist wirklich eine Situation gewesen, wo ich oft heute noch drüber nachdenke und mir dann denke so, okay. Was wäre gewesen, wenn Melina jetzt ein echtes Kind gewesen wäre? Ich mit ihr gerade rausgegangen bin, weil es einfach zu viel geworden wäre. Sie hätte sich jetzt gerade erst beruhigt und in dem Moment reißt ihr jemand die Kapuze vom Kopf, sogar eine fremde Person, und das Kind weiß gerade nicht, was los ist und hätte vielleicht angefangen zu weinen oder ähnliches. Ganz abgesehen davon, dass wir sowieso auf einer Messe waren, wo es eine Seltenheit gewesen ist, dass im Kinderwagen oder auf Arme ein echtes Kind gewesen ist. Klar war Melina jetzt nicht echt, sondern ein Reborn-Baby oder ein Reborn-Toddler. Aber ja, ich weiß nicht. Ich finde sowas halt einfach auch respektlos. Und das war für mich zum Beispiel auch wieder der ausschlaggebende Punkt, weshalb ich für mich entschieden habe, bei Messen es mit meinen Reborn-Babys anders zu handhaben. Gerade meine Mama weiß das definitiv und meine Mama hat ja meistens dann auch den Kinderwagen bei sich. Auch die, die dann uns letztendlich begleiten, wie Tante Gabi oder Melanie, die wissen genau, dass ich das nicht so möchte, dass halt fremde Menschen so an meine Babys rangehen, ohne meine Erlaubnis. Weil ich finde, man kann über alles reden. Das ist bei mir genauso, wenn ich andere sehe, wenn ich viele von euch wieder auf der Messe sehe. Ich freue mich da auch riesig drauf auf September wieder, wenn wir uns dann wieder sehen. Da gehe ich dann auch nicht hin und gehe einfach an den Kinderwagen, hol das Reborn-Baby raus oder fass das Reborn-Baby an, sondern ich frage dann immer, ob ich dann mal gucken darf oder anfassen darf. Genau, das war es jetzt zu diesem Video. Es war jetzt echt lang geworden, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Thema so findet. Wir können uns da gerne mal austauschen. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt hier aus diesem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video gesehen habt. Und dann sehen wir uns definitiv ganz, ganz bald wieder.